Wenn sie freigeschaltet hat, hat man automatisch gleich eine Waffe mit freigeschaltet. Weil ich würde dann irgendwie so die Waffenhändler zulabern, ja, bla bla bla. Wenn du für mich das freischaltest, kriegst du wissen willst, weil für mich ist das gut, dann kann ich irgendwie besser handeln. Oder. Hä? Was war das? Okay, das war jetzt ein bisschen strange. Bin ich ein bisschen zu weit gelaufen oder? Och nee, oder? Dann komm, ich mach mal einen Cut. So, Chikabum Biatch, da bin ich wieder und ja, irgendwie habe ich da Scheiße gebaut, ich weiß auch nicht wieso. Hat irgendwie auf einmal Mission Fail. Aim, mhm. So, na gut, jetzt kann ich auch sprinten. Aber mal hoffen, dass es nicht wieder irgendwie ein Mission Fail wird. Also, ich muss nochmal kurz zur Spielwelt. Die Spielwelt ist riesengroß. Dementsprechend sind diese Fast Travel Möglichkeiten eigentlich ziemlich gut. Sag mal. Genau daneben gestanden und nicht abgeschossen, ey. So. Klettern wir erstmal nach oben und schalten den ersten Turm noch frei. Und dann können wir gleich dann sehen, was wir so, ach so tolle Informationen wir bekommen. Oh, schon hoch eigentlich. Ich bin ja eigentlich einer der Höhenanfänger. So, einsammeln. Noch einmal hochklettern. Und ja, bei Far Cry 2 gab es auch schon diese Radio Tower, aber da hat man eigentlich nur so eine, ja, anonymer ruft an, du sollst jemanden töten und das war's. So, und weiter geht's. So, da wollte ich hin. Okay, eigentlich muss das mal da hin. Aber. Ich hab doch irgendwie so ein. Doch da was gesehen. Das ist der Turm. Naja, hier ist er. So. Da wollen wir noch mit dem Zeitmessen gehen, das ist eigentlich ein Jahr. Da wird man nicht unbedingt. Славно прокатился. Удачно. Отлично. Покажи карту. So, jetzt muss ich gleich die Map zeigen, aber ich muss mal kurz ausschalten, da ich gerade hier ein bisschen zugesetzt werde und das ist wegen der Arbeit. Also erstmal tschüss. So, da bin ich wieder. Ups, wieso kann ich mich nicht bewegen? Na, hallo? Видишь, все, что тебе нужно знать, было открыто радиовышкой. Лавки, приключения, остров зовет тебя. И, как ты, Джейсон, торговцы не местные. Они используют радиовышки в работе. Они дадут тебе оружие за каждую свободную вышку. Воин находится. Так и издавна заведено. Вот карта. Выбери угодья. Доверяй инстинктам. Общество научило проигрывать. Не природа. Чтобы спасти друзей. Нужно познать джунгли. Скоро зверя позволит тебе нести много снаряжения и оружия. Растения позволят создавать действенные лекарства, которые лечат и обостряют чувства. Иди. Вернешься ко мне, когда ты успеешь. Джунгли. Что это значит? Что мне делать? Слушай инстинкты.
Ich bin nochmal drauf eingegangen. Was man hier alles herstellen kann. Ist eigentlich jetzt nicht so verdammt groß, dass man da jetzt irgendwie stundenlang drüber erzählen könnte. Darum kann ich ja gleich schon mal kurz sagen. Also, grüne Kräuter sind Lebensregeneration. Ist Lebensregeneration. Gelbe sind gut für die Tierweltanalyse, sprich man sieht dann viel schneller die ganzen Tierchen, die dann halt so rumfleuchen. Und ja, das Rote habe ich jetzt eigentlich nicht so mitbekommen, weil ich das nie benutze, die ganzen Kräuter. So, SMGs. War es nicht Shotguns? Also Trainings. So. Ja, gleich eine ganz gute Waffe. Equip. Auswählen. Später kann man halt noch durch Knete mehr Magazin und dann noch halt ein Red Dot Sign benutzen. Und man, wenn man lustig ist, kann man noch ja, die Farbe ändern. Ist aber eigentlich so nebensächlich. Ach, hier sieht es ein schönes Plätzchen aus, eine schöne Reflexion. Da muss ich ja hin. Dann laufen wir mal. Aber hier die belebte Tierwelt, die scheint jetzt auch irgendwie bei den ersten paar Minuten irgendwie ausgestorben zu sein. Sag mal, das Ding hat aber verdammt hohe Überlebenschance. So, ich sammle jetzt mal jetzt am besten alles ein. Was geht? Weil ein Buffalo in dieser Region ist eigentlich für mich etwas ungewöhnlich. Also, ich habe noch einen diesen Skill. So, jetzt müsste hier irgendwo was zu holen sein. Gut, ich sehe es aber irgendwie überhaupt nicht. Vielleicht ist da irgendwie eine Höhle oder so. Ach, das hört gleich irgendwie gar nicht mehr so richtig aussprechen. So. Gucken wir mal. Ich habe kaum Munition. Das ist ärgerlich. Deswegen sollte man vielleicht mal ein bisschen durchlatschen und gucken, wo wir was abstauben können. Ah, da ist Geld. Also wunderbar finde ich schon, dass es dann noch ein bisschen noch leuchtet. Was bei den Tieren auch ist, weil die gehen dann im Gras sehr schnell verloren. Ich meine, guckt euch das mal an. Da siehst du kaum die Erde. So dicht ist die Vegetation. Und zum Beispiel hier, ja. Wo ist da was? Dach. Sollte es hier eigentlich davor stehen, ne? Naja, egal. Weiter geht's. Vielleicht irgendwie oben. Na,
Ah, vielleicht gibt es da eigentlich so ein Höhlensystem oder so. So, so, so. Ah! Hm. Найти растения и животных. Но каких? Finde Pflanzen und Tiere, aber welche? Das war Russisch. Also ihr müsst es wahrscheinlich schon gemerkt haben, dass es dann halt ein bisschen anders eingestellt ist. Ich dachte mir, komm, du beherrschst doch zum größten Teil die Sprachen, also warum denn nicht ein dreisprachiges Let's Play? Mein Live-Kommentar ist auch schön. Ja, vor allem bei mir liegt es eigentlich nur daran, dass ich ja, kein Audio-Capture-Programm habe, sondern halt nur Fraps und jetzt in das Movie Maker extra Tonspur, also ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann da schon ein bisschen mehr Zeit in andere Dinge des Lebens investieren, als anstatt da sich mit dem Windows Movie Maker zu prügeln und ärgern. So, da sind unsere Schweinchen. Problem ist, ich komme die jetzt nicht wirklich so nah an die ran, ich muss die jetzt eigentlich alle zu Fuß jagen. Das ist erstaunlich, dass sie nicht weggelaufen sind. So, mit Q können wir uns selbst verheilen. So, blaue Kräuter bräuchte ich. Ja, mein Gott, ja, ich weiß, Luzek. Hier haben wir schon das erste Problem. Luzek ist zu. Ach, so mit Fahrrad. Wegschmeißen. Luzek. Wie es aussieht, will das Spiel, dass ich da in dem Bereich bin. Wo ist denn zweimal? Oder? Also im Wasser. Ups. Da will ich mich verarschen.